Ja, moin moin meine Minecraft-Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge Minecraft und das alles mit meinen zwei Sportsfreunden in der neuen Welt. Ja, wie ich jetzt auf den Namen Neue Welt komme, ja, es ist die neue alte Welt, sag ich mal. Ich bin eigentlich immer noch auf der alten, bin aber auch gleichzeitig auf der neuen. Und zwar für die Leute, die die letzte Folge nicht bis zum Ende angeschaut haben. Wir haben am Ende der Folge noch herausgefunden, wo ich mich riesig drüber gefreut habe. Ich war sprachlos, das war so krass einfach nur. Ja, die haben es endlich hingekriegt, sozusagen, dass auch die Konsolenfassung, wie das natürlich jetzt mit den älteren Konsolen ist, also sag ich mal jetzt PlayStation 3 und Xbox 360, weiß ich nicht, aber zumindest die PlayStation 4 und Xbox One Version wurden vergrößert auf jeden Fall. Auf Deutsch gesagt, die ganzen neuen Biome, wie jetzt zum Beispiel da hinten, das Birkenbiom, und das ist auf jeden Fall auch irgendwas Neues, oder? Ja, es ist alles erweitert worden. Auf Deutsch gesagt, wir brauchen keine neue Karte anfangen. Wo ich mich riesig drüber gefreut habe, was ist denn hier los? Haben wir Fleisch? Ich glaube mal, der Wolf, der hat hier erstmal rasiert, würde ich dazu sagen. So, ich muss mal gucken. Hier hinten müsste sich irgendwo der Hans rumtreiben, dass man. Achso. Dass man den mal wieder irgendwie Ei gefangen kriechen. Ich will hier einfach mal ein paar Sträucher mitnehmen. Die will ich dann sozusagen ins Gewächshaus, möchte ich die platzieren. Und ja, ich möchte mich auf jeden Fall heute noch ein wenig hier in den neuen Biom umschauen. Und da ist der Hans. Hans, komm mal hier. So, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da rüber, oder? Wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was erforschen, entdecken können. Und, ja, okay. Ich wollte eigentlich stehend machen, aber das war lieber spät statt nie, sagen wir mal so. So, hier haben wir auch jede Menge Riesenbüsche und all sowas. Und hier, okay, das ist einfacher Kies. Ich habe gerade, wo ich neben den Kühen stand und sozusagen. Was das denn? Ich muss mal absteigen. Was ist das? Was ist das denn? Soll das hier Laub sein oder irgend sowas? Ist auch ein Riesenbaum hier. Sind das diese komischen Ak oder wie die Dinger da heißen? Lass mich mal was abbauen. Wir müssen mal prüfen. Ich habe jetzt leider keine Axt oder so dabei. Ja, ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Wo haben wir denn das Holz? Fichte. Okay, Fichte. Was das natürlich jetzt für merkwürdige ja, Steine da sind, ich habe keine Ahnung. Aber ich baue den, wie sich's in Minecraft gehört. Also ich sag mal, da muss auf jeden Fall Ordnung sein. Ich baue auf jeden Fall den ganzen Stamm ab. Und ja, was ist das denn hier für ein komisch? Das ist, soll bestimmt Laub sein oder so. So ein Nadelwald mit Laub und so. Wo ist denn der Hans? Oh, Hans. Oh, ein Hase. Oh, wie schnell der ist. Kommst du her? Oh, ganz ruhig, Digga. Kaninchen, ne? Ich töte es. Das ist meins. Ob man sich das auch auf den Kopf setzen kann oder ob das ist bestimmt nur so eine PC. Ich krieg den verdammten Ko Oh. Hat's gemacht. Klingt ja mal richtig abnormal. So, Hans, komm mal her. Wir schauen uns mal weiter um. Oh, ich bin immer noch sprachlos, ganz ehrlich, Leute. Ich find's. In einer Seite finde ich es richtig geil. Dass. Hier ist sogar schon Schnee. Dass ich keine neue Map anfangen muss. Oh, hier Moosstein. Was ist das denn? Okay. Steht er hier einfach mal so? Hier fehlt gleich mal alles Grüne. Muss wahrscheinlich erstmal so rüberwachsen. Was ist denn das hier? Findet man den jetzt einfach so hier oder was? Den Moosstein, cool. Sehr, sehr nice. Oh ja, dann muss ich mich auf jeden Fall nochmal. Ey, guck mal, das sind jetzt Riesenfichten auch noch. Das ist auch neu. Das ist auf jeden Fall so ein ganz neues Biom. Finde ich richtig geil. Feier ich gerade richtig heftig. Nee, und dann muss ich natürlich eure rege Beteiligung unter dem letzten Video zu dem Thema Kommentare. Komm, oh, ich komme ja mit dem fetten Weihnachtsmannbauch einfach nicht durch. Muss ich mich auch nochmal bedanken. Da haben natürlich die.
Es war klar, dass sowas kommt. Die einen haben geschrieben, nee, behalt die Karte. Die anderen haben gesagt, komm, mach eine neue. What? Hier wachsen jetzt auch diese komischen Riesenpilze. Warte mal, das ist doch jetzt hier so Akazie, oder? Das ist definitiv diese neue Holzart. Guckt euch die Bäume mal an. Oh, ein Zombie. Nicht gut. Bleibt bloß weg von mir. Ja. Und letztendlich hat sich das eigentlich auch alles gegessen. Hier ist wieder ein neuer Stein. Irgend sowas. Das ist richtig, das ist bestimmt so ein Akazienwald hier irgendwie so. Hier ist sogar der rote. Sehr, sehr geil. Soll das eine Tulpe sein? Ne, ist nur eine normale rote. Ist richtig finster an den Dingern. Ey, das hier. Ich feiere das gerade so heftig. Alles, alles. Und ich finde es aber an einer Seite auch gut, ganz ehrlich. Hier unten ist ja der Birkenwald, genau. Ich würde natürlich jetzt ganz gerne mal wissen, wie groß ist die Map jetzt? Weil vorher hat man ja sozusagen 9 einzelne kleine Karten gehabt. Und wie groß ist sie jetzt? Wie viele Karten bräuchte ich, müsste ich jetzt erforschen, um die gesamte Weltkarte sozusagen aufzudecken? So, geh mal rückwärts runter. Dauert zwar ein bisschen oder länger. Oh ne, jetzt komme ich hier nicht hoch. Aber da vermeide ich auf jeden Fall, dass der Hans Schaden kriegt. Dort sind, keine Ahnung, was das für komische. Oh, ich bin abgetroffen. Komm. Wieder drauf auf dem Hans. So, okay. Die wollen wir natürlich auch mitnehmen. Nehmen wir alles mit für unser Gewächshaus. Da platzieren wir nämlich jetzt solche, weil, ja, solche Blumen werden wir in unserem Gewächshaus sonst nicht haben. So, genau so wie das. Dort unten ist noch irgendwas Blaues. Oh, hier sind jede Menge davon. Das ist sehr, sehr geil. Da können wir natürlich unser Gewächshaus jetzt noch ein bisschen, ja, optisch, verbessern. Ich dachte jetzt, was ist das denn? Aber normaler Krake. Weil es gibt ja jetzt auch hier die. Hier hinten war auf jeden Fall gerade da hinten. Das blaue Blümchen. Die Orchidee oder was? Schau mal, was ist das? Zeigt's mir nicht an. Will ich auf jeden Fall haben. Sieht cool aus. Was ist das? Blaue Orchidee. Ich wusste es, dass es eine Orchidee ist. Der Tobi, der kennt sich auch mit ein paar Blümchen aus. Hier. ja, was gibt's denn? Ach, nee, ich darf nicht weg vom Hans. In dem dichten Wald hier, da verliere ich ihn und da habe ich keine Lust drauf. Weil, ja, Namensschilder und sowas sind sehr, sehr rar. Und ja, jetzt geht's nämlich schon los. Wo ist er hin? Schweinchen hast du da unten so. Das mir den Namen aber auch nicht anzeigt. Also, es zeigt mir ja, klar, man hat es gerade eben gesehen, aber erst wenn ich nahezu eigentlich schon bei ihm stehe, ich würde mir wünschen, dass man den Namen von ja, weiter weg so noch ein bisschen sehen kann. So den komischen Stein oder sowas nehme ich jetzt noch nicht mit. Ich wollte mich ja eigentlich so oder so nur ein bisschen hier umschauen. Ja, gib mal noch her. Perfekt. So, das mache ich jetzt auch mal. Ich lasse mich jetzt hier nicht ablenken. Ich möchte mich hier ein wenig umschauen. Ich würde ja ganz gerne mal hier so ein kleines Dörfchen oder sowas finden. Das wäre natürlich auch richtig, richtig geil. Und ich möchte möglichst vermeiden, in so ein Loch hier zu stürzen. So, ich würde sagen, oh, hier oben hinten kommt Dschungel. Und Wüste. Okay, das ist schon mal. Oha. Schon mal sehr, sehr geil. Okay, wir gehen hier mal schnell rückwärts runter. So, das ist aber ein böses Loch da. So, machen wir den. Seht ihr, läuft. Hans kriegt keinen Schaden. So, jetzt muss ich wieder. Okay, ich bin trotzdem abgeschmiert. Hans auf die Seite. Komm schon. Ich muss auch dann Hayabubu machen. Aber ich will noch schnell aus dem Wald raus. Perfekt. So, okay. Oh, da hinten. Da hinten sind auf jeden Fall auch neue Bäume. So, erstmal hierher platzieren. Oh, Beine hoch. Nach einem anstrengenden ja, Tag erforschen. Und OMG. So, hier hinten. Ah, ja, davon haben wir eigentlich genug, sage ich mal. Ganz ruhig. Ich finde, die klingen auch irgendwie anders. Die Kühe. Oh, ein böses Loch.
Hier sind auch wieder solche Tulpen oder sowas, habe ich noch nicht gefunden. Oder habe ich sie einfach übersehen? Ich habe keine Ahnung. So, hier hinten ist auf jeden Fall auch wieder so eine neue Baumart irgendwie. Alles erforschen, was ist denn das hier? Achso, geht's noch runter? Ja, hier, das sind merkwürdige Bäume. Boah. Nee, da möchte ich nicht reinstürzen. Oh, cool, das sind die Bäume, die auch so schräg wachsen. Ja, nice. Oh, ich feiere das hier. Boah, hier ist aber auch sehr, sehr viel Gras, ey. Ich hasse das. Und Haufen Löcher, richtig heftig. So, hier hinten. Ah, wer sucht, der findet. Ah, der Tobi hat wieder eine jute Spürnase. Schauen wir mal, was die Dorfbewohner so auf dem Herzen haben. Sieht natürlich alles hier auch wie so eine Talfahrt aus. So, ob es hier eine Kiste gibt. Warte mal, ich kann ja hier einen Hans. Wir haben ja hier Zäune. So, da packen wir den Hans mal hier. Den kann ich nämlich jetzt hier festmachen. Perfekt. Da reißt er uns nämlich jetzt erstmal nicht aus. Da können wir uns jetzt ein bisschen zu Fuß hier umschauen. Was ist denn hier los? Hallo? Eine Crafting Table. Da will ich auf jeden Fall eins davon machen. Muss ich mir ein paar Stiggies machen. Weil ich will ein paar davon haben. Dass ich sozusagen ja den Hand. Oh, ich habe tatsächlich eine Axt dabei. Ich glaube das da jetzt nicht, oder? Ja, Dobi, Dobi, Dobi. Oh, guck mal, unser Blümchen, Alter, wie viele wir schon gefunden haben. Sehr, sehr geil. Finde ich richtig geil. So, die Karte ist jetzt so oder so erstmal egal. Ja, wir gucken uns mal hier ein wenig um. Ja, ich hab dir mal einen Weg rausge. Boah. Fäden und. Finde ich mal richtig cool. Bei denen kannst du ja mal richtig geilen Stuff kriegen. Was kannst du denn bei denen so kriegen? Verzauberungsbuch Feuer. Okay. Bei denen kannst du richtig viele Smaragde jetzt eintauschen. Das finde ich ja mal richtig geil. So, wir schauen uns mal Weiterbildung. Bei denen auch hier. Ach so, das ist der von gerade eben, glaube ich mal. Hallo? Die ha sehen auch alle irgendwie anders aus. Feuerschutz. Feuerschutz. Fuck, Alter. Das ist eigentlich richtig gut. Ey, guck mal, wie viel Smaragde das hier gibt, Alter. Für jeden kleinen Pups gibt es hier einen Smaragd, auf Deutsch gesagt. Ja, bei denen auch wieder. Ja, ganz ruhig, Diggas. Ich bräuchte ein. Okay, hab ich zugemacht. Eine Schmiede oder so. Oh, was ist denn hier passiert? Soll ich mal stopfen? Wo kommt denn das hier raus? So, okay. Wir stopfen das einfach mal. Muss ja nicht unbedingt sein. Kleine Konstruktionsfehler oder so. So, hier machen wir das jetzt auch noch. Und zwar hier. So, jetzt können wir wieder normal laufen. Hoffentlich freut ihr euch da auch drüber. So, die haben ja auch mal richtig viele Möhren und weiß ich nicht was noch alles hier. Knurr mich mal nicht so an. Will ich nicht. So, hier haben wir einen Brunnen. Direkt diesmal im Dorf. So, wie sieht's aus, Schmiede? Sieht schlecht aus, hä? So, hier gibt's auch nichts. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Hier ist so eine kleine Küchenecke soll das sein. Sogar das haben sie gemacht. Das gab es vorher auch nicht. Oh, das sagst du. Oh, ist da hier drin? Was bist denn du für ein kleiner Feuerschutz, oder? Dort unten ist der. Ey, oh nee, ey. Ich bin echt noch sprachlos. Ich glaube mal, ich muss die Folge jetzt hier erstmal noch ein bisschen verkraften. Und beim nächsten realisiere ich das dann erstmal. Dass das dann jetzt, ja, alles geil ist. Ich will jetzt die Akazie, ich will ein paar Setzlinge haben auf jeden Fall. Ich will die Bäume bei uns haben. Und ja, dann wurde mir natürlich noch in die Kommentare geschrieben, ja, da werde ich wohl doch als nächstes, komme ich da hoch? Fuck. Ja, ein Schienensystem bauen in das neue Bio oder in die neuen Biome hier. In die neue Welt.
Und ich glaube mal, da hast du recht, derjenige, der mir das geschrieben hat. Das werde ich, denke ich mal, auf jeden Fall machen. Auf Deutsch gesagt, ja. Ich habe so oder so jetzt das ein oder andere, jetzt zum Jahresende kann man so oder so noch über das ein oder andere labern. Ich möchte auf jeden Fall nochmal ein bisschen über meine Statistiken und so labern. Wir hatten ja das letzte Mal das Hangout beim Hans. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, ja, werde ich es einfach nochmal unten verlinken. Könnt ihr auf jeden Fall nochmal vorbeischnuppeln. Da haben der Hans, der Tom, also der Tom Thompson und der Ray von den Pixelhelden, wir haben da sehr, sehr viel Spaß gehabt. Haben da auch ein bisschen über unsere Highlights gesprochen, über das unser Meinung nach, je nachdem, was uns am besten gefallen hat. Ach so, Akaziensetzling, perfekt. Ja, prinzipiell über die Highlights, über die Spiele, die uns am meisten Spaß gemacht haben dieses Jahr. Und all solche Sachen. Wir haben auch schon ein bisschen über unsere Statistiken gesprochen, aber wo ich persönlich sagen muss, ich hatte das ja schon mal ungefähr so die Mitte vom Jahr, also so im Juni oder Juli muss das gewesen sein, habe ich schon mal ein bisschen über die Statistiken gesprochen. Und ja, da habe ich halt ein paar mehr Sachen angesprochen, sagen wir mal so. Und so denke ich mal, werde ich das trotzdem nochmal machen. Aber ihr könnt ja trotzdem mal vorbeischnuppeln und könnt ein Däumchen nach oben da lassen auf dem Video. Und ja, hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Also Hans, falls du es jetzt siehst oder hörst, nochmal großes Dankeschön, dass du mich wieder eingeladen hast. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und immer wieder gerne melde dich einfach. Das macht riesig Bock immer. So, jetzt habe ich mal hier richtig viele Setzlinge. Ich habe schon 9 Stück. Komm, einer geht noch. Einer geht noch. Da ist er. Perfekt. So, ein Hans, den haben wir immer noch im, ja, im Dorf gelassen. Da haben wir sogar noch einen gekriegt. Ich würde natürlich hier noch ein bisschen weiter rumschnubbeln, aber komm, dann holen wir uns einen Hans schnell und dann geht's weiter. Was ist denn das hier für ein böses Loch? Sieht natürlich auch sehr mysteriös aus. Oh, müssen wir aufpassen, dass wir natürlich jetzt hier nicht reinstürzen. Wie viel? 33 davon habe ich jetzt auf jeden Fall auch schon. So, Hans, geht's dir gut? Komm, wir binden dich mal los. Hier ganz ruhig, Digga, ich will die Stunde losmachen. Wo ist die Leine? Perfekt. Nein! Losbinden. Aufsteigen. Halt, so. Aufsteigen, perfekt. So, noch eine Kartoffel. Und dann geht's weiter. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht ins Loch fallen. Und ich würde ja natürlich jetzt, hier sind die Ozeane. Es gibt ja natürlich jetzt auch ja, die Tempel. Die Ozeantempel. Da ich. Naja, alles so, schon wieder solche. Oh, solche Stolperfallen, sage ich jetzt mal. Ich würde ja jetzt ganz gerne mal wissen, wie tief sind die Ozeane? Die sind ja jetzt bestimmt richtig heftig. Stelle ich mir die vor. Ich wollte auf jeden Fall jetzt nochmal auf die. Also ich sehe das hier noch kommen, dass ich hier mal in so ein Loch stürze. Gehen wir mal hier lang. Da hinten sind nämlich schon wieder Berge und so. Ich muss mal gucken, auch ein bisschen Richtung oder zu dem Thema Thumbnail oder was, was wir hier machen. Lassen wir uns mal überraschen. Und hinten ist natürlich auch wieder, wo wir hoch können. Kommt, gehen wir hier erstmal ein bisschen hoch. Wir müssen uns erstmal so einen kleinen Überblick verschaffen. Und okay. Aber jetzt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich werde keine neue Karte anfangen, da ich natürlich jetzt hier die Möglichkeit habe, alles Neues mitzunehmen. Es wird so ein Akazien, weil guckt euch das mal an, das ist eine durchgehende Decke hier, sage ich mal, Blätterdecke, wo ihr bestimmt auch Angst haben musst, dass hier auch hier der ein oder andere Zombie oder sowas drin mal lauert. Kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. So, wo komme ich denn jetzt hier? Perfekt. So, komm, Hans, ich weiß, du kommst hier hoch. Bitte nachhelfen, perfekt. Und jetzt. Uing. Uing. Ja, Bugs Bunny ist ein Scheiß dagegen auf jeden Fall. Dort hinten kommen wieder Fichten, wenn ich das richtig sehe. Und hier vereinzelte kleine Inseln. Sowas feiere ich natürlich auch richtig. Karibische Inseln, sage ich mal. Hier ist irgendwo ein Hühnchen. Oh ne.
Ich bin sprachlos. Aber ich bin auch komplett jetzt sehr, sehr weit weg, ganz ehrlich. Ich muss eigentlich langsam wieder zurück. Wenn ich das hier mal alles so sehe. Ich muss langsam wieder zurück und muss mein Haus wiederfinden. Oh, und ich sehe gerade, da hammerhart. Die Folge ist schon wieder vorbei. Das ist ja, mache jetzt gerade richtig heftig. Das ist gerade richtig heftig, ganz ehrlich, Leute. So, da würde ich sagen, dann machen wir das hier nochmal sehen. So. So und. So. Na, aber. Okay, perfekt. Okay, da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Für die Leute, die bis jetzt zugeschaut haben, da würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr natürlich auch das nächste Mal wieder einschaltet, da würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder nach Haus und schauen dann erstmal, die will ich noch haben. Was wir denn jetzt nun jetzt direkt machen, es wird auf jeden Fall eine kleine Planung geben. Schauen wir mal, ob wir das alles in der ersten Folge oder in der nächsten Folge schaffen, aber ich denke mal schon. Mit dem Juden Hans sind wir natürlich auch schnell oder kommen schnell voran, sagen wir mal so. Deswegen schauen wir einfach mal. Okay, dann würde ich sagen, haut's rein und bis zum nächsten Mal.